Ich hörte das Gebrüll eines Mannes, halt, stehen bleiben. Im gleichen Moment wurde geschossen. Ich sah dann einen Mann auf das Gleis beim Bahnsteig 4 stürzen. Dann traten zwei Beamte an den reglos daliegenden Grams heran. Der Beamte zielte auf den Kopf und schoss aus nächster Nähe, wenige Zentimeter vom Kopf des Grams entfernt. Dann schoss auch der zweite Beamte auf Grams, aber mehr auf den Bauch oder die Beine. Auch der Beamte schoss mehrmals. Bad Kleinen, Sonntag, 27. Juni 1993. An diesem Tag kommt es in dem Ort am Schweriner See zu einer länger vorbereiteten Staatsschutzoperation. Beteiligt sind das Bundeskriminalamt, die Bundesanwaltschaft, der Verfassungsschutz und die GSG 9. Das Ziel? Festnahme von zwei Mitgliedern der RAF, Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams. Möglich wird diese Polizeiaktion durch den Verfassungsschutzagenten Klaus Steinmetz. Auf dem Weg von der Bahnhofsgaststätte zum Bahnsteig 3 und 4 in der Unterführung. Birgit Hogefeld wird sofort festgenommen. Ebenso der Verfassungsschutzagent, dieser aufgrund einer Verwechslung. Wolfgang Grams versucht, sich seiner Verhaftung zu entziehen. Die GSG 9 bemerkt ihren Fehler und eröffnet das Feuer. Wolfgang Grams schießt zurück. Die Zeugenaussagen sind eindeutig. Wolfgang Grams wurde, als er bereits bewegungslos im Gleisbett lag, von Beamten der GSG 9 aus nächster Nähe erschossen. Wir wollen unsere Trauer, unsere Nähe und Verbundenheit mit Wolfgang öffentlich zeigen. Er hat mit uns und vielen anderen auf der Welt zusammen gekämpft. Für ein menschenwürdiges Leben und dass die Verbrechen des Imperialismus einmal ein Ende haben. Aus einem Brief von Birgit Hogefeld. Wolfgang hat, wie viele andere Jugendliche auch, mit Freundinnen und Freunden ganze Nächte lang über seine Träume, Hoffnungen und andere Lebensvorstellungen und eine menschliche Welt philosophiert. Mit viel Musik hören und machen, mit Kiffen und andere Drogen ausprobieren. Er war sich schon früh im Klaren darüber, dass er nicht in diesem auf Leistung ausgerichteten Gesellschaftsmodell, in dem Vorstellungen und Utopien von Menschen nicht zählen, leben will. Angesichts der Brutalität, Unmenschlichkeit
und Menschenverachtung dieses Systems sah Wolfgang schon sehr viele Jahre, bevor er selber die Entscheidung getroffen hat, hier bewaffnet zu kämpfen, im Kampf der RAF die adäquate Antwort auf diese Verhältnisse. Er hat Kontakt zu den Genossinnen, die damals in der RAF organisiert waren, aufgenommen, denn er wollte die gemeinsame Diskussion und er wollte sie in praktischen Dingen unterstützen. Der Frankfurter Polizeipräsident Müller lobte die Polizei dafür, nicht von der Schusswaffe Gebrauch gemacht zu haben. Alle Voraussetzungen dafür seien bei der Straßenschlacht gegeben gewesen. Augenzeugen berichteten von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Die RAF kam aus der 68er-Bewegung. Europaweit und in den USA gab es Massendemonstrationen, Barrikaden, Streiks. Das herrschende System wurde immer mehr in Frage gestellt. Das entscheidende Ereignis war Vietnam. Der vietnamesische Befreiungskampf legte die Lunte an die Proteste. Er erweiterte für die Linke in den Metropolen den Bereich des Möglichen. Engagiert für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt. Und wenn ihr ein anderes Mittel als das des Krieges ihnen nicht übrig bleibt, dann sind wir für ihren Krieg. Und sind gegen diejenigen, die ihren Terror eskalieren, bis hin zur Anwendung von Nuklearwaffen, was gegenwärtig in Vietnam diskutiert wird. Der Name Rote Armee-Fraktion war Programm. Mit ihr wurde der abgerissene Faden revolutionärer Politik, wie sie in der früheren KPD lebendig war, wieder aufgenommen. Den Widerstand politisch und militärisch bewaffnen. Gegen die Verstaatlichung und Umzingelung der sozialen Kämpfe und gegen die sich abzeichnende Befriedung. Nicht die unmittelbare Realität der Bundesrepublik war Ausgangspunkt revolutionären Denken und Handelns, sondern die Totalität globaler Unterdrückung und Ausbeutung. Diese neue Perspektive versuchte die RAF in ihrer Offensive 1972 zu eröffnen. Mit den Aktionen gegen Hauptquartiere der US Army, die direkt in die Kriegsführung der USA in Vietnam intervenierten, mit weiteren Aktionen gegen Polizeieinrichtungen, auf den Bundesrichter Buttenberg und das Springer-Hochhaus in Hamburg stand die RAF quer zum Politikverständnis der alten wie der neuen Linken. Die RAF war ein berechtigter Versuch, revolutionäre Veränderungen zu erkämpfen. Wie andere Gruppen der Linken auch, scheiterte sie im historischen Umbruch Ende der 80er Jahre. Der Zerfallsprozess der revolutionären Linken und die Agententätigkeit des Klaus Steinmetz gehören dabei unmittelbar zusammen. Beides ermöglichte die Staatsschutzaktion in Bad Kleinen. 1998 hat sich die RAF auch formal aufgelöst. Der Schritt bewirkte weder, dass die Sondergesetze der Terrorismusbekämpfung öffentlich in Frage gestellt wurden, noch, dass die verbliebenen Gefangenen aus der RAF freikamen. Bis heute sind in verschiedenen deutschen Gefängnissen inhaftiert. Christian Klar in Bruchsal, in Haft seit 1982. Brigitte Mohnhaupt in Eichach, in Haft seit 1982. Rolf Clemens Wagner in Schwalmstadt, in Haft seit 1979. Eva Haule in Frankfurt am Main, in Haft seit 1986.
Birgit Hogefeld in Frankfurt am Main, in Haft seit 1993. Was fehlt, ist die RAF. Nicht als Wiederholung, was politisch sinnlos wäre, aber als Frage an alle, die die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern wollen. Wie werden wir zu einer Kraft? Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden zur Wiedererlangung der Initiative? Oddio! No! No, porca troia! Oh.